Die finden wir jetzt auf der Insel. Ja. Das wir näher, wir, dafür brauchen wir Metall, ja. Seitdem mein Handy ein komplett neues System-Update hatte, kann ich jetzt nicht mehr die einzelnen Nachrichten so ohne weiteres angucken. Ich habe, manchmal öffnet sich da einfach so ein Pop-up und dann kriege ich irgendwie noch nicht weg. Naja, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Ah, mal kurz gestreckt. Matze, wir sind gleich da. Mhm. Ich tue nochmal ein bisschen aus. Okay, da steht ein Baum drauf. Das ist jetzt nicht Natur. Sonderlich viel. Aber besser als nichts, denk dran. Definitiv. Und jo, immerhin nicht diese komisch andere Pieparts. Hakuna Matata. Timon und Pumba. So, Anker? Warte, ja. Manchmal hab ich das Gefühl, wir sind das Timon und Pumba von Twitch. Ich mache Anker. Bin schon dabei. Okay. Wer ist von uns wer? Wir warten bis Tag wird und dann gehen wir tauchen. Ja. Sagten sie. Wir müssen noch mal umbauen, das gefällt mir nicht. Weil wir wieder alles mit anderen machen, das kann passieren. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Jeder, da denkst du die Idioten und erzähl die. Es ist so oft passiert. Oh, in Minecraft. Komm mal mit, komm mal mit. Oh, Höhle. Alter, von hier oben sieht das schon geil aus. Ja. Ja, das sieht halt richtig cool aus. So eine schwimmende Festung. Sehr stabil, sehr einheitlich. Ich komm gleich mal gucken, okay? Okay, da unten, das mit dem Fenster passt nicht so ganz. Da müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen korrigieren. Aber sieht geil aus. So, Wassermelone nehme ich mit. Eine nasse Anna nehmen wir mal mit. Eine nasse Anna nimmst du mit? Auch so, wie das Ding leuchtet im Dunkeln, ist schon schön. Ich guck's mir mal mit an, ich bin jetzt neugierig. Was soll der Geiz? Na klar, komm hoch. Gelbe Blume nehme ich mal mit. Einfach nur, um zu gucken, ob es geht. Bist du... Weiße Blumen nehme ich auch mit. Ich will das ausprobieren. Bist du jetzt ganz hoch? Ja, hier drüben. Mhm, ja, genau. Was bist du? Rote Blume brauche ich auch. Haben wir nachher wieder keinen Platz mehr im Inventar, weil alles voll ist. Schwarze Blume. Na, du nimmst doch hier alles Wichtige mit, oder? Nee, das Wichtige habe ich mitgenommen, ja. Guck mal, ist doch geil, okay, das aus, sieht halt schon fett aus, ja. Wenn du jetzt überlegst, wie wir vorhin angefangen haben, also weitergemacht hätten, angefangen haben wir hier nicht. Das ist auch schon krass, ja. Da hast du recht. War aber auch mega. Wenn du überlegst, wie verloren wir am Anfang waren. Komm, wir haben mehrere Starts gebraucht. Bitte? Wir haben mehrere Starts gebraucht, um überhaupt loszulegen. Ja, ja, also jetzt, ja. So, wo sind denn meine Schuhe? In der Truhe. Warte. Ja, mach ruhig. Lass dich nicht von mir aufhalten. Okay, Melonen passen nicht mehr rein. Wir müssen den Platz schaffen in der Kiste. Wir müssen Melonen essen, meinst du? Ach, das wäre. Hast du jetzt die Schuhe schon genommen? Ich habe gar keine Schuhe genommen. Achso, falsches Ding. So. So, der Anker ist ja unten, ne? Ja, ja. Dann kann ich jetzt mal das Segel abbauen. Kurz. Und dann hier nehme ich mal den Rest hier oben entfernen. Rausgebaut? Ja, stimmt, wir hatten noch mal ein Stück rausgebaut, aber das denke ich mal, können wir dann lassen. Ich weiß noch nicht, ob wir bis dahin hoch eine Leiter bauen können, weil es sind anderthalb lange Leiter. Also ich sehe hier schon mal Schrott unter uns. Das kann ich dir schon mal sagen. Also die gute Nachricht ist, du brauchst Samen von den Blumen und das geht, und die schlechte Nachricht ist, die hat wie vor direkt ein Smiefer jetzt hier zwischen unsere Dinger gestellt.
Aber ich find's hübsch. Die haben sogar, statt ich mal hier drauf und guck mal, ob die sind sogar... Also wie gesagt, die Betten werden auch umziehen. Die lassen wir jetzt dann umziehen, ne? Das ist jetzt ja übergangsweise. Aber stell dich mal hier drauf, guck mal, die sind sogar vom Abstand relativ gleich. Also bin ich ein bisschen stolz auf mich gerade. Mhm. Fein gemacht. Ja, finde ich auch. Also, oh, jetzt habe ich wieder Durst, der Typ, ey. Das ist der übelste. Alter, das ist das übelste Kamel. Weil jetzt nicht, weil der so viel Wasser hält, sondern weil er so viel braucht. Und das am besten alle halbe Stunde. Warte, ich brauche Blätter. Also da habe ich jetzt aktuell nicht so viele. Ja, ist gut. Ich sammle mir die raus, was in den Kisten ist, dann nehme ich schon dafür. Ich hoffe, das jetzt funktioniert so, wie ich mir Blumen, oder was? Was? Die gehen jetzt an unsere Blumen. Gut. Naja, ich würde es schon schön haben. Ich habe fast nur eine Leiter hin, das ist natürlich blöd. Weil es eine anderthalbe Höhe ist. Müsste ich ja sonst noch eine Höhe drauf. Kriegst du keine noch hoch? Ich müsste noch eins höher gehen. Ich müsste noch eins krass höher gehen, das wollte ich eigentlich nicht. Weil ich wollte halt hier und dann sollte hier eigentlich oben die Plattform ran. Und Rolle und dann dir einen Sprung machst. Probier's mal. Muss erst mal das, du nicht. Ja, aber die Leiter muss ja sowieso weg. Ja, aber ich würde doch gerade zeigen, was ich vorhatte. Explosionsgefahr, warte mal. Ja, ich weiß, rüberspringen, aber das möchte ich eigentlich nicht. Ja, ich auch nicht. Explosionsgefahr. Ey, Leute, ich pisse mir ein heute. Oh. Arsch, ich hab getrunken. Na klar, Rolle baut die Leiter verkehrt. Oh, Alter, nicht, wenn ich trinke, bitte. Oh, jetzt habe ich auch noch Hunger, was bin ich denn für? Kann ich die Leiter nicht nochmal verlängern? Weiß nicht, muss hier eine Zwischenebene rein oder sowas? Nee. Aber warum kann ich auch nicht zwei Leiter übereinander machen? Weil ich keine Nägel mehr wahrscheinlich nicht so funktionieren, wie ich das haben möchte. Wahrscheinlich aber wenn ich 1, 2, 3... Ja, aber sonst kommst du hier hoch und hast nur einen Weg und dann hast du schon wieder eine Treppe. Das sieht halt auch blöd aus. Oder aber Rolle. Wir bauen die Treppe hier drüben hin. Ja? Was denn? Wir müssen uns demnächst wieder um Blätter kümmern. Ja, ich weiß, wir haben kommen noch welche. Ja, ist vor allem, weil auch die Tatsache, dass ich wieder Angelblätter brauche. Also aka Seile. Aber ja, solange wir im Wasser stehen, wir im Wasser, ja, gell? Scheiße. Wir fahren gerade nicht, ja. Ja, da kann auch nichts angetrieben kommen, groß. Das ist halt das Problem. Ne, Pumba? Wir wollten jetzt ja so baden gehen. Ist das Licht, ne? Ist hell. Es ist Licht. Ich muss jetzt auch gerade überlegen, was du mit dieses Licht meinst. Ja, frag ja, warte. Wir machen uns nochmal satt. Okay, also da muss ich wahrscheinlich nochmal ran. Müssen wir wahrscheinlich um zwei Schrägen hochziehen. Das wollte ich eigentlich nicht. Warte, ich leg nochmal alles nach. Yep. I'm ready. So. Warte. Ich höre den Heike. Wie gesagt, unbedingt Eisen aus. Und Schrott. Schrott, mhm. So, wo müssen wir lang? Scheiße, und hier, wir. Hier ist nix. Hier okay, na dann. So. So, ich sehe noch nicht. Ich gehe hier andersrum. Und los. Oh, ich habe Eisen. So, ihr beiden wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis dann. Alles klar, René. Schönen Abend noch. Schlaf schön, träum süß. Bis die Tage. Tschüssi. Bis morgen vielleicht.
so, schönen Sonntag, stimmt. Guten Morgen, Matze. Morgen. Gut geschlafen? Mit dir doch immer. Komisch, dass wir keine neuen Follower kriegen, ob die Angst vor uns haben. So. Was? Nein, Quatsch. Vielleicht finden die das ja gerade schön. Wir können uns auch auf OnlyFans abonnieren. Also Matze, ich habe da keinen Account. Ja, aber ich lade trotzdem mal Fotos von dir hoch auf meinen. Wir haben ja was Neues. Die Dateien sind halt ein bisschen kleiner als meine. Ja, weil du wieder hochauflösend fotografierst. Das meintest du damit, oder? Ja, so ähnlich. Du würdest doch nicht etwas Freches behaupten wollen, was nicht stimmt. Quatsch, ich doch nicht. Also ich würde nicht lügen, sagen wir so. Was? Ich würde nicht lügen, sagen wir es so. Aua, hey, ist wieder da. Schon? Wir müssen ja so viel. Ich, habe noch einen Köder auf Lager, ich habe zwei gemacht. Ja, wäre nicht verkehrt, hier ist viel Eisen. Wenn du noch einen machen könntest, wäre das genial. Ich habe schon einen gemacht, ich habe zwei gemacht. Liegt der schon drinne? Liegt schon drinne. Gut. Aber der ist ja wirklich schnell wieder gespawnt. Ja, ja. Hat viel Hunger gehabt. Wir sind ein Eisen. Ich hatte jetzt hier gerade richtig schön viel Eisen. Ach, da bist du. Jetzt wo? Ich komme nicht um den Schrott. Okay. Oh, das war knapp. Was heißt schon wieder was? Nee, Luft. Achso. Das ist so ein ähnliches Problem bei mir. Boah, hier unten ist aber auch übelst viel Schrott, Junge. Herrlich. Kümmere dich ums Eisen, ich komme mich um Schrott. Ja, ich hatte aber keinen Eisen gefunden, deswegen. Bevor dann der Hai wiederkommt, nehme ich mit, weil ich es kriegen kann. Das ist richtig. Muscheln lasse ich ja schon weg, weil die Promo bist relativ selten. Was hier an Schrott liegt, das ist ja ein Traum. Das Eisen. Jetzt finde ich es und es kommt bestimmt gleich wieder dahin. Oh, ist mein Haken kaputt, ich glaub's aber. Also. Ihr habt ja doch einen gemacht, ich hab da doch den. Ja, der liegt im Inventar. Ach gut, danke. So habe ich nicht mein Zeug um. Ja, na, weil ich Platz im Inventar bei mir brauchte. Hey, ist frei. Ist der bei dir noch? Der ist am Boot gerade. Nee, der ist bei mir gerade gewesen. Hilfe. Ist er noch bei dir? Aktuell sehe ich ihn nicht. Muss aber nichts heißen. Ich sehe dich. Ist das dieser Kletterschleim oder was ist das? Das Kletterschleim? Nee, ist Metallerz. Ach, ist das dieses Zeug an. Ja, das ist das, was ich vorhin abbauen wollte, wo mein Haken kaputt war. Genau. Eis auf der anderen Seite der Insel. Cool. Ich muss erstmal Luft holen. Ja, ansonsten ist okay. Wir haben einiges an Eisen gefunden. Ja, aber. Nicht so viel, wie ich hätte haben wollen, aber gut. Es reicht erstmal raus, dass wir ein bisschen was machen können. Alter, habe ich jetzt gerade einen Sprung gemacht. So, Hai ist wieder am Schiff. Ich habe mich so hart vor dir erschrocken, Junge. Von mir? Alter, habe ich gerade einen Satz gemacht. Es tut mir leid. Ey, eine 10 Stunden 40 muss ich mir auch merken. Kommt alles in den Best-of, wenn es eigentlich gibt. Aua, Kakai. So, jetzt habe ich das ja Segel abgebaut. Wo? Ja, immerhin 20 Mal Schrott. Haben wir für Schrott eine Kiste? Ja, die Metallkiste. Achso, der ist Metallkiste, okay. Der ist die, genau, da wo das Metall drin ist. Also Metalle. Ja. So. Ach, Kupferbahn, ich will gerade sagen, was macht ein Ton hier drin?
So, wollen wir weiter? Müssen wir gleich wieder sammeln? Optional wäre es, denke ich mal. Da kriegt man wenigstens während der Fahrt immer ein bisschen was mit. Von da. Ja. Von den anderen. Definitiv. Zeug. So, weil so müssen wir halt immer warten, dass wir was kriegen. Und das ist halt echt ein bisschen makaber. Von daher würde ich mich hier unten um den ganzen Bereich kümmern. Mhm. Auch immer einsammeln und sortieren und du kannst oben weiterbauen. Ja, ich muss immer gucken. Ich will jetzt erstmal kurz die den Topf bauen, mit dem wir vielleicht so Salate und sowas machen können. Das ist, damit wir das ganze Gemüse mal wegkriegen. Oh, jetzt habe ich wieder Hunger. Was ist denn das für ein Lauch, der Typ? Oh, ich habe Hunger. Ich habe was vor einer Viertelstunde was gegessen. Ich sterbe vom Hunger. Weichei. Weißt du, sein Großvater hat im Krieg gedient und der kriegt Hunger, weil er eine Viertelstunde nichts isst. Okay, ich brauche Planken und Humbolzen. Planken. Und Humbolzen. Wenn müssen, muss ich wahrscheinlich noch eine Etage, weil ich weiß sonst nicht, wie ich das mit dem mit der Treppe machen soll. Ja, ist eine Etage sehr kostspielig? Ne, ich muss sowieso gucken, wie ich das da mit der Leiter, also wenn wir machen mit der Leiter, fände ich es am schönsten eigentlich. Rolli, ich hätte gerne eine bitte. Siehst du unseren Tisch? Den oberen? Ja. Ja. Da bitte ein Fenster, die Winkelkatze muss rauswinken. Ja. Da oben, das steht ja alles noch so. Das wird ja wahrscheinlich vielleicht nochmal weggeräumt. Ja, nur optional, falls der Tisch wieder dahin kommt. Ja. Gucken wir mal. Rolli, wir haben das Spiel ausgetrippelt, wie ich gestern ATS. Was? Rolli, ich glaube, wenn ich rechts blinke und über die rote Ampel fahre, dann geht das. Da kriege ich keinen Strafzettel. Was kriegt einen Strafzettel? Das auch. Startgebot, Alter, für eine Treppe, 50 Euro. Wie darf ich das verstehen? Wie ist denn das jetzt mit dem Kochen? Brauche ich da die Rezepte dafür? Jetzt kann ja sein, Schatz, Schatz, mach erstmal nach Rezept. Da kannst du danach verfeinern. Tatsächlich? Noch eine Glückskatze, ich gehe kaputt. Das ist ja wirklich so. Was? Ich muss die Rezepte da anbringen. Cool. Was? Mein kleiner Superkoch. Rolle und ich, wir sind zusammen ein super Team. Also bei wir sind zusammen aufgehört so zuzuhören. Das passiert mir auch immer. Ich habe auch einfach da so noch was gesungen. Okay. War innerlich aber schon woanders. Wie kann das passieren, die Blumen kümmern? Das ist mir egal. Oh, ich meinte eigentlich eine Etage wie im Spiel. Was? Du meinst Startgebot für eine Treppe 50 Euro? Ich meinte eigentlich eine Etage wie im Spiel. Was? Wieso passt das da nicht hin? Ich mach gleich mal wieder einen Rundgang. Oh, man kann die Kugelfische fangen, sehe ich gerade. Mit dem Insektennetz. Apropos Insektennetz, hast du das noch? Das hast du irgendwie rausgenommen. Mal. Ach, das ist ja noch besser. Warte mal, wir machen das so. Machen wir das so. Bis. Bis. Alles gut. Hab was Falsches gemacht. Jetzt gucken wir mal. Ich liebe es auch, wenn der die Fische trägt, gell?
schon über 2 Monate fast auf dem Meer und da fällt immer noch die Fische an, als wären sie das widerlichste der Welt. Aber das ist doch 4-mal das. Okay, das ist aufwendig. Gerade hat jemand was von euch mit einer Etage erzählt, hab ich gedacht. Ich könnte darauf einen Witz aufbauen, hat aber nicht funktioniert. Ja, hat nicht funktioniert. Also okay, das Kochen ist sehr umständlich, so wie es aussieht. So? Ja, weil du immer die ganzen Zutaten sammeln musst und reinschmeißen und dann kocht der halt in Weiler. Und dann halt immer eins für eins, aber wir kriegen wenigstens Gemüse weg. Also wenn man jemanden den Grill auffüllt, dann auch den Topf mit auffüllen. Oder entleeren. So. Das ist der Kommentar des Tages von dir. Was? Wobei ich mich feststellen kann, Kommentar der Woche. Kochen ist ja voll aufwendig, man muss erst die ganzen Sachen haben. Ah. Also Plaster haben wir wieder gut. Das ist doch schon. Holz ist so semi, aber Blätter dann auch langsam, ja. Okay. Bäh. Die Frage ist halt, lohnt sich aber das Kochen. Das ist jetzt ja die Frage. Also im Sinne, kriegst aber du da zumindest mehr Energie. Wir kriegen unser ne? So, ich bin Marc Melzer. Herzlich willkommen zu Kochen mit Matti, Marc. Ruhig auch freigeschaltet. More complex ja. Was? Ich habe einen Topf gerade gemacht. Also du hast gemacht, hast du rausgenommen, meinst du? Ich habe machen lassen. Typisch. Typisch. Ja, Mensch. Ja. Oh, Junge, diese kacke Schweinemaske nervt mich langsam. Das kann ich nachvollziehen. Was? Ich sag, die Maske verdeckt dein schönes Gesicht. Welches schöne Gesicht? Ja, ich wollte ein bisschen schmeicheln, aber anscheinend kennst du schon die Wahrheit. Und bald kein Holz mehr. Das ist ein harter Seegang. Matze? Das ja. Floß da drüben, wir sind am Ziel. Bitte was? Wir sind am Ziel, guck mal, das Floß. Oder die Station, was das da drüben ist. Wir stehen direkt davor. Wie? Dreh dich doch mal um. Sarah sitzt mit euch auf einem Boot und möchte ein Spiel spielen. Bonusfrage, hat Sarah ihre Klamotten an? Natürlich. Weil es sonst zu kalt ist bei dem Wetter. Was bist du denn für ein Unmensch? Bitte was? Frag mich nicht, das fragt der Chat. Mein Chat hat nur noch einen Zuschauer, von daher habe ich es jetzt aktuell ein bisschen entspannt. Segel ist ja schon ausgerichtet, naja, so mehr oder weniger. Ist der Eintopf jetzt schon fertig? Ja, ja. Deswegen hatte ich ja das. Kann man den rausnehmen? Achievement. Kannst du den nicht einfach so essen? Ich kann jetzt hier nichts essen. Brauchst einen Löffel? Nein, das ist nicht der Amst, oder? Ja, mir ist was Neues. Nein, warte, ich zeig dir, wie es geht. Meinst du, das ist wie so eine Bohrstation? Ja. Stolle? Ja. Hier. Wo? Was hier? Komm her.
Warte, jetzt sind wir da. Halt, stopp. Warte. Ach, eine Tonschale, dann kann man das rausessen. Gehe stark von aus, ja. Ja, Pickup Gemüsesuppe. Dann kannst du das trinken. Oh, aber dann ist die Tonschale jetzt mal Schrott. Keine Sorge, ich habe 8 Stück gemacht. Ja, warum geht die denn immer kaputt? Keine Ahnung. Matze, geh bitte zum Anker. Ja, bin ich. Sag, wenn ich kann. Ja, ja, ja. Ich sehe gerade nur mit blöden Bescheiden. Aber wir gehen zusammen diesmal. Ja. Weil sonst, es war. Ich komme gerade, glaube ich, nicht weiter beim Gegenwind. Hast du Paddel? Ich kann ja erstmal werfen. Nee, noch nicht. Nee, ich meine, komm mal. Warte, paddeln. Ja, das geht. Und jetzt Anker. Gut. Angedockt. Warte. Ich tu mal die Tonschale. Ich tu erstmal alles hier in die Kiste legen, was wir nicht mehr brauchen. Ja, wir sind ja nicht weg. So. Wie hast du denn die Tonschalen dann eigentlich hergestellt, aus was? Zweimal Ton geben, 4 Schalen. Okay. Ja. Deswegen. Du darfst dann nachher wieder schön vorlesen. Oh, das freut mich. Das mache ich am liebsten. Wer den Chat mitlesen möchte. Ich finde es aber blöd, wenn Leute. Ich weiß nicht, irgendwie bei Let's Plays oder so, wenn irgendwie Untertitel sind, muss ich die Untertitel mal mitlesen. Du auch? Ich auch dazu. Nee, I got you, Bruce. I got you, Bruce. Darnell oder. Wilson oder. Okay, hier ist nichts mehr. Boah. Kunststoff. Nee, wie hieß denn. Was gibt's noch für einen Bruce? Bruce Springsteen? Boah. Caught a shark named Tim Bruce. Ja, das kennen wir schon. Ist das dieselbe Insel? Nein. Grubby Boss Gun, die werden alle After das Me. Das ist genau derselbe Text wie beim letzten Mal. Ja, das sind überall dieselben Texte. Wenn da würdest du. Vielleicht gibt es nur so 2 oder 3 verschiedene Designs. Und ganz ehrlich, kann ich nachvollziehen. Bist du jetzt hoch? Wo bist du? Ja. Ist auch so hoch. Ah, scheiße, ich hätte essen müssen. Habe ich was auf Tasche? Scheißegal. Ich werde schon nicht verrecken. Hier ist nichts. Ich guck mal, ob draußen noch was ist. Nee, auch nicht. Nee, hier ist nichts. Da ist so ein Scheißer. Nur weil ich es nicht geschafft habe. Tugboat won't be back. Das haben sie auch vorhin gesagt auf der anderen Bohrinsel. Die lügen sich doch gegenseitig in die Tasche. Okay, hier geht's dann lang. Da gehen wir dann hoch. Hast du was? Nee, noch nichts. Weiter. Dann gehen wir hier hoch. Ne, warte mal. War da draußen nicht noch ein Raum? War da einer? Ist ein Telefon. Ja, das geht aber nicht. Das habe ich vorhin auch schon probiert. Okay, dann gehen wir hoch. Du bist schon oben. Hier, guck mal. Guck mal. Ballonsakt. Ballonsakt. Guck aus dem Fenster. Ballonsakt. Ballonsakt. Guck aus dem Fenster. Ballonsakt. Jetzt kriege ich ja noch Hunger. Und das ist denn erst was? Da habe ich nichts dabei. Okay, ich habe gleich gebaut. Ich muss fix aufs Boot zurück. Wartest du? Bevor du weitergehst. Dann husch. Ich werde mir viel. Husch, ich habe auch nicht so meins. Bringst du mir was zu essen mit? Ich habe auch nichts. Ja, ja. Irgendein mach Stack mal oder sowas. Weil ich schon Hi-Beisen. Weiß der dich? Naja, der wollte mich. She want me, but I say no. Du bist ja auch zu Manuel. Jetzt habe ich auch noch Durst. Ich hab doch schon getrunken, beruhige dich. Trinken hast du noch genug? Ja, die ist voll.
Wo muss ich lang? Da lang. Irgendwie haben wir aber hier wenig. Aber das kann gar nicht die gleiche Insel sein, weil wir haben ja. Optisch ist es dieselbe. Bitte? Aber wir sind ja zur nächsten Mission eigentlich gefahren. Also eigentlich dürfte es ja nicht dieselbe sein. Oh, ich bin zumal hier wieder neue Sachen gespawnt sind, hätte ja nicht sein dürfen. Ich bin gerade mal im Wasser. Ja, da müssen wir danach noch runtertauchen. Nee, ich bin aus dem runtergefallen. Ins okay. Wasser meine ich. Nee, aber das, wie gesagt, das kann ja eigentlich schon aus logischer Sicht nicht dieselbe sein, weil neue Mission und so weiter. Ja, schon klar. Deswegen. Achso, finde ich doof. Ach, mir fällt eine Idee. Ich hätte eine Idee, wie wir es mit einer Treppe machen können, anstatt mit einer Leiter nach da oben. Also, ja, genau. Wenn jetzt gerade spontan. Ja, weil ich gerade das Haus hier sehe. Unser schwimmendes. Unsere schwimmende Festung. Villa, nennen sie Villa. Mhm. Oder Haus. Sieht schon geil aus von hier aus. So. Warte, hier ist dein Essen. Entschuldigung, bin ich wieder übergesprungen. Immer dieses Jump'n'Run, was wir hier machen müssen. Ja, das ist zwar aktuell viel, aber. Einstein reicht mir vollkommen aus. Auf Tasche. Ja, danke. Bitte? Ja. Wollen wir erstmal außen rum oder? Ja, ist gut, wir müssen neue drin rein. Ist doch eh nix. Nix. Wow, der Helden. Halt, wir sind hier hochgekommen. Achso. Ja. Ich bin am anderen Regal hochgesprungen und habe mich gewundert, warum es nicht geht. Seiltänzer, Traum. Schubt mich der Matze einfach runter. Komm, schneller. Fauler Hund. Entschuldigung, faule Sau. Du musst doch hier nicht die ganze Zeit rennen. Ich laufe hier ganz gemütlich hoch. Ja, ich muss auf meine Figur achten. Okay, hier ist ein Bauplan. Stirntaschenlampe. Nehmen wir auch mit, was wir haben. Haben wir schon. Das ist dieselbe Insel. Das kann nicht dieselbe Insel sein. Es gibt keine neuen Texte. Wir haben alle Texte weg. Hat die Markierung vielleicht geheißen, dass wir da schon waren? Das ist nicht warte mal, ich bin nochmal ins Tagebuch, ob da noch eine Markierung aber das steht. War die Markierung, die Nummer, die wir machen sollten. Definitiv, wir sind 7293, Leute. Ja, die haben wir gemacht. Aber ich weiß nicht, ob das die markierte war oder ob es noch eine andere war. Das heißt, die markierte hatten wir und wir brauchen jetzt eine andere. Hatten wir schon Raute 0226? Das war das erste. Hatten wir schon. Das war die erste, die wir hatten, die uns, wo uns hingeführt hat. So, ich bin gerade unter Wasser. Also ja, vielleicht finden wir da was, das ist. Nein. Oh, ich habe Fallschaden bekommen, das erste Mal. Oh, oh, oh. Hier ist Schrott. Oh, 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 oh. Aua. Aha, hi. Also der Hai schwimmt in der Regel nicht in diese Räume rein. Ja. Das hat doch gerade das Geländer gebissen, der Idiot. Was denn eine dumme Sau? Nee, hier ist nichts mehr. Okay. Nee, hier muss was sein, Rolle. Das kann nicht sein, dass wir jetzt in der Sackgasse stehen. Ich höre, wie der Hai die ganze Zeit beißt, aber nicht mich nicht kriegt. Ich zieh schnell, mein Kleiner, hä? Du, hallo, Tri, du. Noch mal kurz drauf. Das ist die markierte. Wie hieß die andere Nummer? Ich habe den Tisch umgebaut, der hat wieder die 0226 eingesteuert. Deswegen sind wir zur 0226 gefahren. Gut, ich habe die falsche Nummer eingesteuert. Klar. Welche war die neue Nummer? Ist ja nicht schlimm. Welche war das? Sag ich dir. 7? Ich muss fix mal was essen. So. Warte, ich guck nach 7293. 7293, genau. Jetzt habe ich ja noch durchgekriegt. Genau. Und die ist nämlich ganze Stücke weg. Alles klar. Mein Fehler. Naja. Hier war jedenfalls die erste Insel, auf der wir waren, für alle neuen.
Wurde sie hat sich schon gewundert, dass sie genauso aussah. So. Überlegung wäre jetzt, wenn wir hier mit... Wie weit ist ein 7293 weg? 1900 oder sowas. Also mhm. Wie weit es geht noch. 1900 geht noch. Wir machen das hier nochmal weg. Kann ich hier den Plan vielleicht hinhängen irgendwo? Antenne, Stirnlampe, Stirnlampe. Da gibt's schon Bauplan, da gibt's doch schon Bauplan-Dings drinne. Ja, ja. Aber ich hab den halt trotzdem mal. Ziehst du den Anker dann wieder? Bitte? Ziehst du dann wieder einen Anker? Na klar. Danke sehr. Gerne doch. So. Ich geh wieder angeln. Einer muss ja hier ein bisschen das Essen im Blick haben. Oh, das klang jetzt ein bisschen vorwurfsvoll. Alles gut, ich habe das schon verstanden, wie du es meintest. Ah, hier ist das. Ach ja, jetzt wo du es sagst, sie ist auch. Was? Ja, ist gut, oder? Rolle? Ja. Wie heißt dein Stream? Ich setze Matze alleine auf einem Floß aus und? Mhm. Und weiter? Was da steht. Das hatte ich aber reingemacht, nachdem ich mitbekommen habe, was du als erstes reingehauen hast im Stream, als ich online kam. Das habe ich gesagt. Erinnere dich. Ja. deswegen habe ich den Streamtitel so genannt. Das möchte ich nicht einsehen eigentlich. Nicht mein Problem. Mega sympathischer Typ, ja, habt ihr recht. Sagt er. Ich meine, da haben wir recht, klar, aber... So, hier müssen wir hin. Wir könnten also sagen, wenn hier das Ding hin muss, da eine Treppe. Doch, oh, das funktioniert. So. So. Jetzt theoretisch dann. Geil, noch ein alter Schuh. Weißt du, dass ich lange nicht meinen Wels gefangen habe? Haben wir jetzt mal Zeit, oder? Ja, theoretisch schon, aber irgendwie. Puh, schon wieder eins gleich. Bin dann, glaube ich, mal raus. Mach das, Jubi. Hast du wieder lange durchgehalten. Also, genau. Wenn du überlegst, Jubi da hat ja sonst immer nur bis um 11 gemacht, irgendwie, gell? Ja, in letzter Zeit schafft es gut. Ja, also, das klingt immer so, als wärst du ein kleines Kind. Ja, nee, aber wir freuen uns, dass du so lange immer dabei bist. Jo. Dann, weil ich davon ausgehe, dass du auch das gleiche gerade bei Rolle schreibst, wünsche ich dir und Rolle natürlich auch und der ganze Chat natürlich eine wunderschöne gute Nacht. Nein, bei mir schreibst du nur gute Nacht. Schlaf schön und ruh dich schön aus. Und vielleicht sehen wir uns ja morgen bei Rolle im Stream. Wenn ich streame, mal gucken.
Gute Nacht, Jubi. Ja, je nachdem, Jubi. Schlaf schön, träum süß. Und vielen Dank, dass du wieder da warst. Schlaft schön. Oh. So ist er. Acht. Ja. Ach, eine gute Seele. Soll ich nochmal einen Heiköter bauen? Kannst du schon vorbereiten, das auf alle Fälle. Warum kann ich das genau, da nicht hin? Genau, die Fische, die ich brauche, habe ich wahrscheinlich gerade verbraten. Das ist ja wieder typisch Matze. Mhm. Wieso geht das ja nicht? Oh, das war knapp. Ich habe schon ein Hai am Hintern gespürt eigentlich, aber naja. Jetzt hat der Typ wieder Hunger, der geht mir auf die Ketten. So. So, wenn wir jetzt das hier oben noch wegnehmen und dafür ziemliches Gefriemel erstmal, um das hinzukriegen. Genau. Du kannst du nicht schon mehrere Schüsseln umfüllen, dass du schon mehrere drin hast? Dass man die dann einfach nur noch im Top hast? Ja. Du gehst ja pro Koch jeweils nur eine hin, das ist ja der Kacke. Okay. Das ist das Bescheidene an der ganzen Sache, ja. Wieso passt das nicht? Vor allem, als würdest du die Schüssel danach wegwerfen. Ja, das ist die Logik. Die Logik ist mir nicht ganz klar. So, ich mach mal wieder das Fenster zu. Ach so, so sieht das aus und dann. So. Hat jemand mit mir geredet? Sagt er hoffnungsvoll. In trauriger Erwartungshaltung. Okay, ich brauche Holz. Du, Holz ist gerade aktuell mangelbar mit ein bisschen. Hm, ich weiß. Gucken, wie das aussieht. So, doch, das geht. Nehmen wir das nochmal weg. Nonbites, frisst den Matze auf, frisst den Matze auf. Hey, hey, ich will Blut sehen. Falsches Spiel? Ich glaube auch. Er mag dich immer jetzt nicht. Wird er mutig, jetzt ist Jupiter weg. Nonbites hat Ordnung rein. Wollte mich hier gerade hinsetzen. Merci beaucoup. Wird mich hier wieder mal ordentlich so entspannt hinsetzen. Das passt halt hier nicht, wenn ich jetzt hier. Ach ja. Na, theoretisch muss ich. Das so. Hier die schräge Wand. Theoretisch das da oben drauf, ne? Das war natürlich äußerst schlau. Aber sowas erwartet man ja von mir. Pure Intelligenz, bisschen wissen, wie es läuft. Na, OGs kennen das. Ist sowieso.